Willkommen zurück zu unserem Let's Play Super Mario 64. Das ist schon der 11. Teil. Hallo Pitz! Hallo, und wie geht's? Ja, mir geht's so gut, weil du gerade vorhin noch mir eine Liste von Spielen gesagt hast, die bald rauskommen. Also im Moment leide ich an einer Überdosis Dopamin. Ich hoffe, ich falle hier nicht gleich zu Boden und kreische wie ein wildes Mädchen. Ja, also das hier ist der neunte Level in diesem Spiel. Oh, das nennt sich Jolly Roger Bay Version 2. So ein innovativer Name ist mir noch nie begegnet. Nein, es heißt nicht so. Es heißt eigentlich Dry Dogs, glaube ich. Aber, ich meine ehrlich, das ist ja ganz klar eine... Das ist ja im Grunde Jolly Roger Bay, bloß anders gestaltet. Ist ja eigentlich dasselbe... Selbe Layout, selbe Level-Design, selbe Musik. Selbe Musik, ja. Die übrigens sehr interessant hier, wie soll ich sagen, wenn man im Wasser ist, dann hört man halt die Musik, die typische Wassermusik. Und wenn man halt über Wasser ist, wenn man aus dem Wasser steigt und an der Oberfläche halt herumspringt, dann hört man einen gewissen anderen Sound, dann kommt so ein Beat dazu. Und das macht den Sound ein wenig anders. Das gibt so einen anderen... Das ist eine andere Musik eben. Ich weiß nicht, man müsste es normalerweise auf jetzt hören. Dann ist die Musik gedämpfter, wenn man im Wasser ist. Das finde ich cool. Ja, das auch. Das natürlich auch. Und ja, jetzt bin ich hier auf Bowsers U-Boot gesprungen. Und habe den ersten Stern. Juhu! Ich habe vorhin ein bisschen nachgeschaut. Ja, wie gesagt, ich habe Bowser ja in dem ersten Level besiegt. In Bowser in the Dark World. Und der ist jetzt rübergegangen in die Bowser Fire World, wie du hier siehst. Mhm. Ich war ein bisschen neugierig, bin halt reingesprungen und hab mir gedacht, was mache ich hier? Ich brauch das gar nicht. Also bin ich sofort wieder rausgesprungen und hab ein Leben geopfert. Wie dumm von mir. Mamma mia. Und ja, jetzt gehen wir zurück in den Dire Dogs für den zweiten Stern. Ich weiß noch nicht mehr, welchen Stern. Ach ja, oh, du kennst das sicher. Die Schatztruhen. Die haben mir letztes Mal einige Elektroschocks verpasst. Mhm. Ja, ja. Es ist wieder das System. Ja, das ist dasselbe System. Bloß hier haben wir einen Strudel, der das Ganze ein wenig schwieriger macht. Der Strudel zieht mich ja in seinen Bann, sozusagen. Hm. Also ich müsste ja vorsichtig... Pokémon braucht man einfach ein Pokémon mit Whirlpool und dann läuft das. Übrigens, hier ist ja auch so ein Mantarochen. Das erinnert mich jetzt an ein Pokémon, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mantax. Ja, klar, Mantax. Generation 2. Vorentwicklung Mantirps aus der vierten Generation. Stimmt, bei Pokémon haben sie auch immer diese Vorentwicklungen, waren dann in späteren Generationen immer. Zum Beispiel, Magmar. Er hat Magby bekommen in der zweiten Generation. Ja, so ne, oder Pikachu im Pichu, ja, das ist... Mhm. Was bei Pikachu dann noch interessant ist, Pichu ist, kommt einfach so zur Welt, wenn man Pikachu mit einem anderen, wenn man ein weibliches Pikachu oder ein männliches mit einem Ditto mit einem kompatiblen Pokémon paart. Normalerweise, wie zum Beispiel bei Magma, das Magby ist ein Baby-Pokémon und Mamma mia. Ja, da Baby-Pokémon können selbst sich nicht paaren. Das denke ich mir schon, ja. Übrigens, hast du gerade gesehen, was geschehen ist? Ja, irgendwie bist du aus dem Level geschossen worden, ohne den Stern mitzunehmen. Ja, der Stern war gerade. Ich habe die letzte Schatztruhe geöffnet und habe den Stern im Grunde mir schnappen können, aber der Strudel hat mich gefangen. Ah, ich habe sowas von meiner Haare aus meinem Kopf. Ja. Sagen wir mal so, ich war kurz vor einem Rage-Quit. Naja. Ich habe mich vorhin noch bei meiner Erklärung zu den Baby-Pokémon irgendwie verhaspelt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass Pikachu ja... wenn man Pikachu oder Raichu einen Kugelblitz als Item zum Tragen gibt, während man es paart, dann hat das geschlüpfte Pichu als Bonus-Eier-Attacke Volt-Tackle. Ah,
Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Angriff zu bekommen. Das ja, ist cool. Da gibt es ja viele Attacken, die man bloß unter bestimmten Bedingungen erhalten kann. Ja, davon weiß ich Bescheid. Mir fällt bloß keiner ein, weil ich schon lange kein Pokémon intensiv gespielt habe. Aber zu Pokémon kommen wir auch noch bald. Darauf freue ich mich auch wirklich. Halt, warte, was ist mit Bowser? Ja, also, die Sache ist die. Um im Level weiterzukommen, brauche ich einen gewissen Schlüssel. Also, nein, keinen Schlüssel, aber ich muss diesen Level hier mit Bowser noch vorher absolvieren, bevor ich weitermachen kann. Und ehrlich gesagt, das ist auch einer meiner Lieblingslevel. Überhaupt, die Bowser-Level sind meine Lieblingslevel in diesem Spiel. Auch in den späteren Mario-Spielen, glaube ich, so Super Mario Sunshine zum Beispiel und auf jeden Fall Super Mario Galaxy, die haben eben so Level, die so typisch Plattformer sind, so wie diese hier. Und das sind einfach meine Lieblingslevel. Auch wenn es sehr, sehr komische Architektur ist. Trotzdem ist es irgendwie... Das ist Mario. Das ist, was ich unter einem Mario-Spiel verstehe. Einfach verrückte, verrückte Blocks, verrückte Gebäude und umherspringen. Weil viele Leute präferieren ja bevorzugen. Gerade die offenen Levels von Super Mario 64 und eher lineare Level wie diese werden als einfallslos und uninnovativ angesehen. Also diese hier meinst du? Okay, also dass es sehr linear ist, da gebe ich recht. Es ist, man kriegt ja den Weg praktisch auf den vor die Füße gelegt, genau. Aber was mir hier gefällt, ist einfach bloß das Design, das Level-Design. Das ist genau das, ist, was ich Mario, was ich unter Mario definiere würde. Naja. Es gefällt mir. Was hältst du davon? Was hältst du von diesem Level? Ich mag beides. Ich mag non-lineare Level und auch lineare. Zum Beispiel hat mir Super Mario Galaxy, obwohl es ja sehr linear ist, unheimlichen Spaß bereitet. Dann wiederum gefallen mir Super Mario 64 und Super Mario Sunshine ebenfalls sehr, sehr gut mit ihren großen Levels. Ich kann das nicht so festlegen. Beides hat seine Vorzüge und Nachteile. Naja, wir hatten zwei eher freiläufigere Marios, 64 und Sunshine, und und zwei lineare, Super Mario Galaxy 1 und 2. Jetzt könnte es mal wieder Zeit für ein non-lineares werden. Und wie würdest du es nennen? Ich habe immer so gedacht, Super Mario Dimensions oder, ich weiß nicht, Super Mario, was kann man da noch machen? Ich habe keine Ahnung. Super Mario New World, ich weiß nicht. Grand Theft Mushroom Kingdom oder so. Ja, aber die müssen schon mit einem wirklich... Also, die bringen ja immer wieder neue Ideen zum Tisch und die haben ja mit Super Mario Galaxy genau den richtigen... Super Mario Galaxy war wirklich toll. Ja, da haben sie wirklich was... da waren sie sehr innovativ, würde ich mal sagen. Obwohl es ja nichts Neues ist, glaube ich mal. Ah, der arme Mario. Ihm brutzelt der Hintern. Nichts Neues, inwiefern? Ich denke mal, dass so Super Mario Galaxy, ja, mit den Planeten und haben sie mit der Gravitation eben gespielt. Ich denke, das war schon in anderen Spielen vorgekommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das neu war, oder? Oder war das wirklich komplett neu? Weiß nicht, aber ich kann mich an kein anderes Spiel zuvor erinnern, das es so zum Hauptthema gemacht hat. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es irgendein Spiel gibt, das es wirklich so gut macht. Oder es so auf die Spitze getrieben hat in Sachen Qualität. Ja, auf jeden Fall. Es ist bloß so, das ist ein bisschen so das, was Apple, glaube ich, macht teilweise. Also die machen ja auch... haben ja auch so Konzepte, die im Grunde nicht neu sind, aber sie so vermarkten, dass es, also als ob es eine komplette Neuheit wäre. Ja, da kann man auch den Nintendo DS von Nintendo anführen. Ich meine, Touchscreens waren auch nichts Neues zu der Zeit, aber sie so in einen Handheld einzubauen, das war schon was Tolles. Auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich den Stern hier für 8 rote Coins, endlich. Oh, das hier musst du dir anschauen. Warte, schau mal, was geschieht. Hier trete ich jetzt gegen Bowser an. Und schau mal, was geschieht. Das ist einfach... Schau.
ich weiß wirklich nicht, was geschehen. Also, ich bin gesprungen, wollte den Stampf, die Stampfattacke machen und bin durch den Boden geglitscht. Gefallen. Ja, und dann bin ich in die Lava, in das Lava, in den Tabasco gefallen. Ja, jetzt klappt's genau. Aber. Also, so ähnliche fackelnde Plattformen gibt's auch beim Zwischenboss im Feuertempel bei The Legend of Zelda The Twilight Princess. Twilight Princess, das ist das Spiel für die Wii, nicht wahr? Es war für die Wii. Ich behaupte, es ist für den GameCube, es ist für den GameCube erschienen und für die Wii. Okay. Allerdings wurde es für die Wii auch geportet, kann man sagen. Es läuft unter kompletter GameCube Engine und wurde auch für den GameCube entwickelt. Und, das Spiel ist nur verschoben worden sogar noch, weil ein wenig Bewegungssteuerung eingebaut wurde für die Wii. Aber eigentlich, wenn du mich fragst, war es absolut unnötig. Die Steuerung ist einfach nur Remote schütteln und Link macht die Schwertbewegung. Ich bin kein Fan von The Legend of Zelda Skyward Sword, aber das ist kommt näher an das heran, was man sich unter Motion-Steuerung für ein Schwert vorstellt, als das, was in der Wii-Version von Twilight Princess abgeliefert wurde. Twilight Princess finde ich ein super Spiel, aber ja, für mich ist das ein GameCube-Titel und nach heutigem Maßstand sehe ich Twilight Princess als nichts mehr als ein New Play Control-Titel an. Du weißt, was New Play Control-Titel sind, oder? New Play. Was halt. Das nicht mehr Controller ist oder so. Nein, New Play Control Titel, das waren eine Reihe von Titeln, die Nintendo herausgebracht hat unter diesem Titel. Pikmin zum Beispiel. Ja, Pikmin, das kann man, ja. Für den GameCube wurde aber noch einmal neu aufgelegt für die Wii mit angepasster Steuerung der Wiimote und des Nunchucks. Also ein New Play Control Titel. Das heißt, ein GameCube Titel mit Wii Steuerung. Sonst nix. Das ist also genau das ist auch Zelda Twilight Princess an sich. Ja, nur gab's damals den Begriff New Play Control Titel noch nicht. Aber eigentlich ist es nichts anderes. Ach so, also es ist nicht gerade ein Port. Es ist eher so Es ist schon ein Port, okay, aber bloß halt, ja, alles bleibt. Bloß die Steuerung ändert. Ja. Mhm. Und das Spiel wurde einmal komplett gespiegelt, weil es mehr Rechtshänder auf der Welt als Linkshänder gibt und Link normalerweise Linkshänder ist. Okay, ich verstehe. Ich glaube, so etwas haben sie auch mit Metroid gemacht. Die haben ja Metroid 1, 2 gemacht, glaube ich, für die... Metroid... Du meinst Metroid Prime. Metroid ja. Prime 1, Metroid Prime 2, Dark Echoes und Metroid Prime 3, Corruption. Ich glaube, Metroid Prime 1 und 2 wurden für den GameCube veröffentlicht. Genau. Und wurde, während Metroid Prime 3, Corruption für die Wii veröffentlicht wurde. Ja. Genau, und Metroid Prime 1 und 2 wurden noch einmal in der Metroid Prime Trilogy neu aufgelegt, zusammen mit Metroid Prime 3 auf einer Disc für die Wii, genau. Ja, und das war auch New Control Game, oder wie du es genannt hast. An sich kann man sie als New Play Control Titel bezeichnen, absolut. Da bin ich komplett deiner Meinung. Nur eben, es war eine Trilogie. Aber es sind New Play Control Titel, wenn man es unter diesen Kriterien betrachtet, ja, absolut. die Trilogie ist so geil. Ich habe so einen Kumpel. Und ich bin kein Prime-Fanboy. Ich liebe auch Super Metroid, Metroid 1, Metroid 2, Return of Samus, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, ein Remake von Metroid 1. Die Spiele sind alle grandios. Metroid Other M bin ich etwas kritischer. Da habe ich schon einiges zu bemängeln, aber ich werde das Spiel wohl wahrscheinlich mal spielen, entweder Let's Playen oder Reviewen und dann, also ich bin kein Hater, aber ich habe doch ein paar starke Probleme mit dem Spiel. Okay, das wären? Zu viel, um in diesem Video darauf einzugehen. Lass uns über Mario reden. Okay, zurück zu Mario, weil, ja, wie du siehst, diese Stangen. Mhm. Also, ich war ja vorhin im Bowser-Level und der Bowser-Level, wenn ich den beende, dann
Also ich weiß nicht wieso, aber dann anscheinend diese Stangen, weil vorhin waren sie nicht da. Was es natürlich unmöglich macht, die roten Coins hier zu sammeln, weil, ja, weil nur mit den Stangen kannst du das wirklich schaffen. Und ja, das macht das Ganze natürlich etwas einfacher, zum Glück. Aber es ist trotzdem nervig, weil man immer warten muss, bis die Stangen ankommen. Und dann fällt man gerne mal runter und macht mal fast einen Rage-Quit. Ich find das ein bisschen witzig, weil Leute, die nicht die nötige Geduld haben, fallen mal immer wieder runter und können dann eben Rage-Quits machen. Also das finde ich witzig. Also glaub mir, ich müsste mal mich aufnehmen, welche Reaktionen ich von mir gebe, wenn ich sowas spiele, so ein Geduldsspiel. Schau mal, wie ich hier schon drehe, vor lauter Ungeduld. Ja, Mario. Aber ist das ja noch... Ich finde das da total human. Wenn ich jetzt 20 Mal runtergefallen wäre, ja, dann werde ich auch hektisch, aber... Jetzt schau mal diesen perfekten Sprung, den ich jetzt wage. Schau mal an. Das ist sowas von... Ich hab mal gesagt, jetzt auf... Ja, auf geht's. Ich bin einfach mal gesprungen, ohne groß zu überlegen, und es hat geklappt. Ja, manchmal muss man einen Leap of Faith machen in diesem Spiel. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ja, spring einfach runter, das geht schneller. Einigermaßen. Ja. Ich mag den Level nicht besonders, weil es eben ein Wasserlevel ist, aber es ist definitiv besser als Jolly Roger Bay. Weil die Missionen teilweise einfacher sind und etwas interessanter sind. Wie du gleich sehen wirst, also die 8 roten Coins-Mission, das ist immer was. Das ist immer scheiße, aber... Also mir gefällt die Jolly Roger Bay viel besser wie die hier. Okay. Hier finde ich ein wenig zu generisch. Ja, ich finde sie langweilig. Die andere wirkt schön natürlich mit ihrem Schiff und so. Mit dem Wrack. Das finde ich cool. Ja. Ne, vom Design, von wie es aussieht, finde ich Jolly Roger Bay und diese hier. Nein, da finde ich Jolly Roger Bay auch besser. Aber ich hab einfach viel mehr Spaß hier. Irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Dieser Level hier ist eigentlich schwer, wenn es um Coins geht, weil dieser Level hat bloß 106 Coins. Und für 100 Coins zusammen, das ist ein wenig schwer, deshalb ist es ein wenig challenging, hier die 100 Coins zu sammeln, aber ja. Glücklicherweise kann man im Internet ja nochmal nachschauen, wo man sie alle findet. Sonst würde das hier etwas länger dauern. Und glücklicherweise gibt es diesen blauen Coins hier. Die geben natürlich 5 Coins und das macht natürlich das Ganze viel einfacher. Ja, jetzt... Oh, nein, bleib hier! Oh, also ich glaub mir, wenn ich da runtergefallen wäre, dann hätte ich meinen Controller genommen. Ich hätte ihn gegen mein Fenster Ich bin so schlecht im Improvisieren, tut mir leid. Das muss man... Ich hab mir in einen Controller gebissen. Hat's geschmeckt? Ich habe kein Stück herausgebissen, ich habe nur reingebissen. Ja, man kann trotzdem was schmecken, wenn man etwas beißt. Also, natürlich, ich lasse die Texte... Deine Texte sind zu lang und die Zeit, die sie da sind, ist zu kurz. Das ist ja gewollt, aber jetzt hat's mich auch gestört, ja, ich gebe zu. Aber ich mag's lieber, wenn's wirklich kurz und knackig ist. So wie eine Wurst. Ich habe schon lange keine Wurst mehr gegessen. Zeit für eine Wurst! Super Mario Sauces! Weiter geht's! Was kommt jetzt als nächstes? Ich glaube, ich muss gleich mit den Fischen schwimmen. Aber noch nicht jetzt, noch nicht. Den Fischen schwimmen gehen, das passt zum Klempner, der aus Italien kommt. Warum? Das ist doch ein Ausdruck aus dem Mafia-Gewerbe, mit den Fischen schwimmen gehen. Für die Betonstiefel. Nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob Mario so in Mafia verwickelt ist. Obwohl es ein ganz neues... Es würde ein ganz neues Licht auf Mario werfen, wenn der jetzt auf Mafia steht. Ich meine, was macht der Typ da auf dem Meeresgrund? Er sammelt Goldmünzen ein. Woher kommen diese? Was macht er mit denen? Das ist Schmugglerware, nehme ich an. Wir haben ja schon vorhin über den Wert von Golden Coins gesprochen. Mario ist im Grunde der Gottvater. Und Luigi ist sein Handlanger. Mario, I killed some people today. Good job!
Das kann ich nicht. Ja, Metal Mafia Mario ist back. Und es geht langsam runter. Poff! Ja, das ist ziemlich. Ich mag den Sound, wenn er aus Metal Mario herumgeht. Ja, aber wenn man den Sound klingt. Das war der Invisible Sound. Der Sound, wenn er einfach herumrennt. Ich hab versucht, es zu imitieren. Ich bin gescheitert. Nee, ich hab gescheitert. Ach, das deutsche Deklination, mein Gott. Oder Konjuge sind, das macht nichts. Jetzt müssen wir mit Mantax hier schwimmen. Ich muss ihm sozusagen der Schwanzflosse nachschwimmen. Und durch diese Ringe schwimmen. Oh nein! Superman 64! Nein! Moment, wir schwimmen. Ich hoffe, du kennst Superman 64. Ja. Okay. Dann hast du schon das Grausame gesehen. Das Grausame werde ich wahrscheinlich noch kaufen. Das meinst du nicht ernst, oder? Doch. Okay, für die Scheiße muss in die Sammlung. Also wie Pit. Scheiße wird oft am teuersten sogar für die Sammlung. Ja, wie Pit gerade, also für die es nicht wissen, Superman 64 ist das wahrscheinlich schlechteste Spiel, was von Menschenhand erschaffen wurde. Es gibt viele Spiele auf dem Philips CD-i System, die diesen Titel auch verdient haben. Ja, der Titel ist mehrfach vertretbar. Aber Superman 64 ist ein grausamer Titel. Auf jeden Fall. Da können wir uns einigen. Absolut. Ja. Irgendeine Stimme in meinem Hinterkopf sagt mir, wir sollten es Let's Playen. Mhm. Ich hoffe, meine Spätestens wenn ich es habe, dann wird das auch auf die Liste genommen. Oh je, das wird dann die Schindlers Liste. Ich habe nichts gesagt. Das wird dann die Liste unserer. Die verbotene Liste von Let's Plays, die wir vorhaben, an denen wir wahrscheinlich auch noch uns so langweilen oder so aufregen, dass wir. Dass die Zähne ausbeißen. Dass wir uns die Zähne praktisch ausbeißen und dann uns zum Frühstück aufessen. Wäre gut. Ist ja viel Eiweiß drin, glaube ich. Und Kalzium. Ach, keine Ahnung. Ein wenig Karies. So, jetzt auf zum letzten Stern. Oh. Ach, ist ja noch einfach. Muss bloß mit Mario, Metal Mario runterplumpsen und auf zum Stern, der hinter diesem Gitter ist. Ich benutze gerade die zwei Caps, die Vanish Cap, Metal Cap. Jetzt bin ich unsichtbar. Nein, nicht unsichtbar, aber was bin ich überhaupt? Wenn ich die Vanish Cap. Transdimensional. Transdimensional. Mario ist transdimensional. Huh! So. Ah, jetzt ist er sogar ein Breakdancer. Nicht vom Stuhl. Das war nicht so witzig, aber ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht. Ich muss okay. Lachen, weil du lachst. Ich liege hier gerade auf dem Boden. Ich kann nicht mehr. Ich habe gehört, wie du gefahren bist. Okay, komm, wir lassen es gut sein. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.